Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Ah, wir haben endlich ein Motorrad. Letzte Folge war es endlich soweit. Wir haben endlich das Moped. Wir haben zwar bis auf die Headlight-Mod haben wir nicht viel drin, also den Scheinwerfer. Aber das ist jetzt auch Meckern auf hohem Niveau. So, wir holen uns den Airdrop, der ist letztes Mal runtergekommen. Ich würde gerne wissen, wie schnell ist die Karre mit der Turbo-Mod drin? Wenn das Minibike schon so abgegangen ist mit Turbo-Mod. So. Jetzt können wir wenigstens einigermaßen gefahrlos Bordsteine fahren. Gut, können wir vorher auch schon, wenn ich sie mal gelupft hätte. Die Karre. Jo. Was ist das für eine Anzeige unten rechts? Ist die Anzeige kaputt? Warte mal kurz. Hä? Da stimmt doch irgendwas nicht unten rechts. Muss das so? Wahrscheinlich nicht. Hä? Wo bist denn du gelandet? Im Vorgarten oder was? Was ist das? Hi. Herzlich willkommen. Irgendwas da unten rechts falsch. Woher kommt diese Anzeige? Merkwürdig. Oh, Sprengstoff. Steel Tool Quality 2. Harvesting Mechanical Tools Quality 1. Was? Iron Crossbow Quality 4. Ja, nicht, dass wir schon 6er hätten. Irgendwie. Was ist das für eine Anzeige? Merkwürdig. Irgendwie eine dauerhafte XP-Anzeige und die scheint sich auch nicht irritieren zu lassen von dem, was ich hier mache. Okay, ich wüsste jetzt nicht, wie ich das wegkriege. Ich vielleicht Escape drücke. Okay, ihr müsst damit leben bis zur nächsten Folge. Wenn ich einen Neustart mache, sollte das weg sein. Headlight. Da nehmen wir mal das Tracking raus und fahren zur Buddelquest. Ah, ich habe keinen Kaffee dabei. Na gut, ich habe was Normales zu trinken. Das müsste auch gehen. Okay, ich höre gerade, dass es ein bekannter Bug ist. Ich habe ihn jetzt zum ersten Mal. Ach, schön. Endlich das Motorrad. Das ist wirklich ein Meilenstein. So. Da Buddelquest. Okay. Wir stehen in der Mitte. Guck mal, Treasure nearby. Der zeigt gar nichts an von der Entfernung. Naja, Ausdauerproblem habe ich auch. Nicht wirklich. Wir bunden jetzt erstmal die Oberfläche ab. Ah, das ist bestimmt eine von den Quests, dass wenn du die Kiste aufmachst, dann kommen sie die zum Büsen und nerven. Na komm. Das geht doch ganz gut bisher. Auch ohne Kaffee und Co. Da ist der Kreis, okay. Na, jetzt bin ich aber hier, da muss ich hier drunter sein, oder was? Ja, da ist er. Hi. Einmal Dietrich.
Und ein bisschen Munition. Komm, nicht ein Zombie. Das ist ja lahm. Hab ich schnell wieder, dass ich Motorrad habe? Ich freue mich. Cool. Guti, ich fahre nach Hause, mache auch gleich mal den Neustart und dann sehen wir uns gleich wieder, hoffentlich ohne den Anzeigebug. Also bis gleich. So, da sind wir, die Hoxilla Ranch. Oh, ist das diese Shooting Area? Ist das das Ding? Okay, unsere nächste Quest. Ich darf doch mal ganz kurz hier in den Briefkasten gucken. Ach, oben drauf. Ich habe sie gar nicht gesehen. Ihr spinnt ja wohl völlig. Was ist denn hier los? Ich nehme mal Bandagen. Wir haben doch gerade erst angefangen. Jetzt ist mal. Oh yeah. Okay. Voll. Autolooten. Ich hab's aber auch nicht gerafft, dass sie oben auf dem Dach da liegen mit ihrem Geballer. So, ich nehme direkt die AK in die Hand. Ich warte doch hier nicht lange ab, bis sie mich hier erwischen. Was müssen wir machen? Clear the area. Okay, unlocked. Uiuiuiui. Warte mal, die können wir alles scrappen. Das müssen wir alles nicht mitnehmen. Den können wir lernen. Das Ding können wir trinken, auch wenn es noch nicht unbedingt notwendig wäre. Jetzt habe ich mir so eine schöne Machete gebaut, die gar nicht notwendig wäre, ne? Was haben wir da gefunden? Holzknöppel. Okay. Ich weiß gar nicht, wo ich lang muss. Aber hier war eine offen. Die war locked. Okay, dann sind wir hier richtig. Moin. Also sie sind schon ganz schön stabil. Jetzt freue ich mich über die Machete, die ich da bekommen habe. Aber im Endeffekt ist die Machete fast sinnlos, weil ich die ganze Zeit die AK losballern muss. Oh, warte mal. Wir hatten doch auch noch eine... Wir hatten doch noch eine... wir hatten noch die Tactical Rifle freigeschaltet beim letzten Mal. Okay, vielleicht kriegen wir ja noch die zweite Stufe. Hallo? Da hinten rennt er. Oh, ein Polizist auch noch. Nachladen. Okay, das wird jetzt witzig. Wir machen das so. Mach das Ding kaputt. Mach die Tür kaputt. Jetzt. Hilft mir nichts. Oh, oh, oh. Himmel.
nach Infested Clear, haben sie gesagt. Spaß machen wird's, haben sie gesagt. Gar kein Problem, haben sie gesagt. Boah, hier ist auch irgendwas hochgegangen, oder? Wow. Da brauche ich mir mit der Machete aber nicht mehr ankommen. Da kann ich auch direkt wieder umskillen. Kann ich mir wieder so ein Vergessenselixier holen. Und einmal nochmal, was haben wir nochmal gemacht? Und eine Schrotze wäre eine gute Nummer. Okay. Na, geht ja auch so. Guck mal, da kriegen wir schon die Teile für die Schrotze. Nailgun Quality 4. Okay. Okay. Okay, okay. Unlocked. Unlocked. So ein bisschen die... Da wird auch eben die Tür noch zu, oder? Hier ist anscheinend zu. Ausmachen? Nee. Aua! Aua! Geht das jetzt nur noch so ab? Ich habe gerade noch so großkotzig. Ja, ich habe genügend Munition dabei. Das war aber auch bevor ich hier wusste, was hier abgeht. Alter Vater. So, wir müssen jetzt mal hier ein bisschen durchmachen. Clear the area. Steht er doch schon. Oh! Oh, Mist! Bist du tot? Bist tot. Wo ist die Wutz? Nachladen. Ist nachgeladen. Seid doch bescheuert. Ihr seid doch völlig... Das war Grace in Vergammelt.
Nachgeladen, nachgeladen. Ich gehe jetzt nur noch mit dem Akai durch. Ich könnte auch vergessen, dass ich hier irgendwie... Naja, Hauptblutraum. Okay, komm. Hallo? Oh, das ist noch so ein Vieh. Was anderes dabei haben wir nicht. Alter. Okay, ich brauche noch mehr. Wo sind die? Die sind da drin, wa? Oder sind die unter? Sind die unter mir? Nee, unter mir ist niemand. Okay, die ist kaputt. Hier drin? Uns ein bisschen beeilen. Wir haben 20.12 Uhr. Liegst du? Du liegst. Lass mich durch. Wir gucken dann zu Hause nach. Zeit haben wir noch. 20.19 Uhr, okay. Okay, schreit die? Wo geht's hier rein? Wo geht's hier rein? Oh, Return to Trader. Okay, die ist nicht relevant. Alles klar, komm. Die ist nicht relevant. Wir haben es abgeschlossen. Ganz schnell mal. Wo ist die? Komm ich hier rein? Die hat mich gesehen. Wie viel haben wir denn? Wo ist sie? Die steht davor, alles klar. Oh, was ein Boy. Okay. Return to Trader. Boah, was eine Nummer, oder? Das war, glaube ich, der krasseste Poi, den wir bis jetzt jemals gemacht haben. Also, in dieser Staffel meine ich jetzt. 20.42 Uhr. Jen, ich hab's fast geschafft. Ich bin wieder am Leben. Es ist mehrfach fast schief gegangen, aber ich bin wieder da. Well, aren't you a sight for sore eyes? I knew you had it in you. Good work. Vierer Crossbow, du hast mir schon einen Sechser geschenkt. Stahlschaufel, ja, pf, weiß ich nicht. Du, ich nehme die Rezepte. Warte mal, Barrel Extender. Hm, ah, die können wir schon. Wir nehmen die Skills. Oder was ist die Schaufel wert? 1200 ist die Schaufel wert. 5er Steel Shovel, komm.
So, 2,45. Kann ich dir irgendwas verkaufen? Das kann ich dir verkaufen. Machete hebe ich auf, Shotgun heben wir auf, die Rifle heben wir auf. Ja, ich habe diverse hier Bücher, kaufe ich dir. Den Rest gucke ich zu Hause durch. Oh. Ja, demnächst hätte ich gern ein bisschen mehr. Es fängt auch wieder an zu regnen. Gut, dann haben wir die große Schaufel. Ich glaube, wir könnten noch eine 6er Schaufel haben. Bauen können wir eh nur eine 5er. Uiuiuiui. So. Ab nach Hause. Wow, das war jetzt aber aufregend. Wir machen das mal so. Wir machen das mal so. Wir machen das mal so. Und einmal so. Und das kann da auch rein. Das kann gescrapped werden. Guck mal, schon sind wir aussortiert. So, jetzt aber mal wieder hier erstmal was gönnen. Wo haben wir denn noch? Haben wir keine Tabletten mehr dabei? Okay. Ruhig mal 3 mitnehmen. Wir können auch mal Verbandskästen mitnehmen. Oder? Wir können eigentlich auch Verbandskästen mitnehmen. Machen wir das einfach so. Dann machen wir hier noch 2, 3 Verbandskästen drauf und sperren das bis 12. Wow! Okay, wie viel Munition haben wir noch? Boah, ich habe fast 1000 Schuss für die AK. Das ist natürlich schon eine Nummer, ne? Jetzt haben wir wieder 1000. Ja, so eine MP5 wäre noch was Schönes. Aber ich glaube, die müssen wir erst machen, Dings. Okay, ich wollte mal ganz kurz hier, wie heißt das Ding da? M1? Nee. Tactical Assault Rifle. Level 1, okay. Nee, ich finde, das lohnt sich nicht. Nee. Das lohnt sich noch nicht. Also die wird besser sein als die 6er AK. Gehe ich mal davon aus, aber... Achso, hier. Du hast mir den Bobs gerettet. Jetzt repariere ich dich auch mal. Dann nehmen wir uns lieber noch ein paar Repair-Kits mit. Mal auch nochmal ein paar neue machen. Goodie, dann gucken wir nochmal ganz oben. Ob hier was fertig ist. Ich glaube, die Blaubeeren sind gewachsen, wa? Sagen, zur Feier des Tages ist ein Blaubeerkuchen. Würde ich sagen. Ja, MP5 kann man nicht mehr machen, ne? Die konnte man nicht mehr herstellen, oder? War das nicht? Ich glaube, MP5 konnte man nicht... Ne, die gibt's nicht mehr, ne? Oder wie heißt das Ding? Heißt das Minigun? Minibike, ne. Ich glaube, die gibt's nicht mehr. Wir spielen eine Runde Pool. Kurz was checken. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns am nächsten Morgen wieder, oder? SMG heißt die. SMG. Guck mal. Naja, da müssen wir noch auf Level 39 kommen. Das ist... Ach. Das dauert noch ein Momentchen, bis wir die SMG haben. Goodie. Ich beruhige mich. Wir haben 20 vor 10. Ich mache mal die Tür zu. Regnet eh jetzt draußen. Ich gehe eine Runde Pool spielen. Oder einfach ein bisschen in der grünen Oase mich ablegen. Gute Nacht, bis gleich. So, ist noch mitten in der Nacht. Ich habe ein bisschen aufgeräumt, ich habe ein bisschen gecraftet. Ich habe die Waffen habe ich mit Mods versehen. Also ich habe jetzt hier überall, wo es geht, so viel Mods, wie ich noch hatte, drin. Also ich habe, glaube ich, hier in die Spitzhacke habe ich... Ne, die hatte ich vorher schon drin. Hier in die Schaufel habe ich eine mehr rein. Und den ganzen Kram. In die Wrench haben wir ein paar Sachen rein, die ich noch da hatte. Und was habe ich noch gemacht? Ich habe, wie ihr seht, hier Taschenmods noch hergestellt. Und zwar die normalen Taschenmods, diese Double Pocket. Also für Klamotten habe ich noch hergestellt zweimal. Jetzt hatte ich nicht mehr genügend Lappen, weil die kosten, glaube ich, 200 Stoff. Das ist jede Menge. Und die Hühner sind fertig. Die können wir nochmal looten. Also die Drop-Chance. Gib mir jetzt einen Huhn. Gib mir einen Huhn. Ach, lass mir doch die Ruhe. Das ist doch recht armselig. So, warte mal, ich wollte mal hier gucken. Ich kann doch hier in die Hütte rein. Dann komme ich hier nicht hoch, ne? Und da unten sind Spitzen. Ach, Risiko. Ich wollte mal nach Stoff gucken. Ich habe nämlich keinen Stoff mehr.
Die machen wir jetzt erstmal weg, bevor sich da einer verletzt. Ich wollte mal gucken, was hier im Erdgeschoss noch ist. Ah, guck mal hier. Unaufgewertete Blöcke. Ach, da ging es in den Keller, genau. Ja, wir müssen einfach mal diese Stoffballen auseinanderschlagen, wenn wir unterwegs sind. Dann kriegen wir genügend Stoff. Ich meine, die paar Vorhänge können wir auch noch nehmen. Ah, die Tür. Da hat doch jemand, was probieren wir jetzt mal aus. Hat jemand gesagt? 7000. Wir testen das jetzt mal. Ich weiß nicht, ob das hier auch geht mit denen. Ich gehe mal in die Hocke, damit es für euch nicht so laut ist. Es hat jemand gesagt, wenn man die Schalter bzw. ja, die Schlösser von den Türen kaputt macht, würden die Türen auf und zu gehen. Probier das jetzt einfach. Und Klamottenladen können wir looten. Bringt auch viel Stoff, das ist richtig. Ja, ja. Ja. Ne, dann geht die Tür zu auf Locked. Dann fühle ich mich auf jeden Fall wohler, als wenn ich hier frei drin stehe. Okay, es funktioniert. Da ist noch eine Couch. Bringt auf jeden Fall auch Lappen. Was bringst du? Lamm. Oh, das geht jetzt aber schön schnell. Das macht schon mehr Spaß, ne? Die Dinger müssten Stoff bringen. Die bringen, glaube ich, Plastik. Den Tresor hat man geknackt. Können wir die jetzt noch wegschlagen? Ei. Die schwebende Palette. Das bringt Stein. Okay, das müsste Plaste bringen. Kenne ich auch mit der Machete was kaputt? Ja, dauert aber zu lange, ist Quatsch. So. Und das hier war... Ach! Ich erinnere mich. Ich glaube, das war eine der ersten Tode, die ich da erlitten habe. Ja, das war auf jeden Fall schon mal eine sehr aufregende Folge. Der Viererpoi... Sind wir vier? Ich glaube, ja. Mit den ganzen Feralen war natürlich eine gute Nummer. Macht aber auch irgendwie Spaß, wenn du es dann trotzdem überlebst. Weil manchmal glaube ich da auch irgendwie nicht an mich und denke dann so, hm. Aber irgendwie haut es dann doch irgendwie hin. So. Ich werde noch ein bisschen Material sammeln gehen und dann müsste demnächst auch irgendwann mal morgen sein. Und dann ziehen wir weiter, dann machen wir die nächste große Quest. Jetzt sind wir ja wirklich gut aufgestellt. Ja, die Tactical Rifle bin ich mir echt nicht so sicher, ob das sinnvoll ist. Da warte ich lieber, bis wir nochmal eine Stufe steigen. Ne? Bevor ich dann... die können wir auch mal abbranchen. Ich glaube, die bringen nichts mehr. Genau, lass uns das mal testen. Wie viel bringst du? Holz, XP. Ja, früher haben die Werkbänke mal richtig viel gebracht. Mittlerweile auch nicht mehr. So, ich habe meinen Keller aufgeräumt. Kann niemand sagen, dass ich nicht aufgeräumt hätte. Guti. Ja, jetzt brauche ich mit euch hier nicht zusammen hier den Kram abbauen. Das macht ja auch keinen Sinn. Ne? Ein bisschen was haben wir entkernt. Ich bin überlegen, ob wir eine Zufahrt zum Haus machen. Ob wir irgendwie von außen was bauen, dass wir hier reinkommen. In die Hütte. Ich dachte, dass wir irgendwie so eine Zufahrt haben. Vielleicht machen wir eine Rampe oder sowas. Schauen wir mal. Wo hatte ich das Brett zerschlagen? Das war doch hier, oder? Ist das eben schon wieder aufgetaucht? Wow. Okay, das war überraschend. Oder war das auf der anderen Seite? Ja, hier sind wir reingekommen. So, gehen wir wieder nach Hause. Ja, ich hoffe, wir kriegen bald das letzte Huhn, was uns noch fehlt. Ja, mal gucken. Wird schon werden. Ich würde sagen, wir lassen diese Folge in Ruhe ausklingen nach dieser aufregenden Quest dort.
Es ist bald morgen und wir sehen uns auch morgen wieder zu einer weiteren Folge. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.